Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich bin zurück und wir wollen direkt mit dem nächsten Buch fortsetzen, denn wie ihr ja mitbekommen habt, Moria ist offen und ich möchte natürlich jetzt so schnell wie möglich nach Moria, aber ich hatte mir gesagt, ich gehe erst nach Moria, wenn ich auch das ganze Prolog durchgespielt habe und diesbezüglich wollen wir da jetzt mal weitermachen. Mit der Eröffnung von Moria gab es auch einen neuen Titel, wie ihr hier sehen könnt. Tirhard abgeschlossen. Der Rauch vor dem Feuer. Das heißt, uns stehen jetzt die Scharmützel zur Verfügung. Außerdem können wir uns jetzt seit neuestem Scharmützler rekrutieren. Das heißt, wenn wir mal kurz hier unten auf den Instanzenfinder gehen, auf Spezifisch und einmal komplett runterscrollen, sehen wir, dass wir unter anderem Verteidigung des tänzelnden Ponys haben. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal eine Quest. Aber das werde ich separat angehen. Unsere Aufgabe ist heute, mit Buch, ich glaube, 11 weiterzumachen. Kalinglad gibt uns diese Aufgabe. Was kann ich für euch tun? Buch 11, Kapitel 1, Straßenwacht. Ist relativ einfach. Da mache ich jetzt mal Augenzwinkerchen. Wir haben keine Zeit, um Lerdan zu trauern, Fergat. Amatil wird nicht zögern, von ihrem neuen Wissen Gebrauch zu machen. Wenn wir den Palantir doch nur rechtzeitig hätten sicherstellen können, wäre ihre Suche nach Nachshuil vielleicht erfolglos geblieben. Gut, wir müssen als nächstes eine gewisse Straßenpatrouille absolvieren. Sprecht mit Torgaris und sprecht mit Goltoronil. Das sollten wir hinkriegen. Die sind relativ einfach. Ich habe mir inzwischen noch mal ein bisschen den Kopf gemacht und sozusagen mein anderes Let's Play dazu noch mal durchforstet, wie ich am besten abkürzen kann. Wir werden als allererstes hier hinten hin. Wir müssen nach Parts Amdul zur Grenze zu den Nordhöhen als allererstes. Und da habe ich mir gedacht, wir werden einfach eine automatische Reiseroute nach Esteldin nehmen. Die führt uns da nämlich relativ nah dran. Dann werden wir mit dem normalen Mount zur Kreuzung des Hohen Königs zurückreiten. Dann per Schnellreise nach Nachtschatten. Von Nachtschatten zum zweiten und die ganze Sache umgekehrt. Von Nachtschatten mit Schnellreise wieder nach Esteldin. Derweil gucken wir uns nochmal eben kurz an. Wie gesagt, wir haben einen neuen Titel bekommen. Wir haben einmal Scharmützler-Rekrut. Also auf die Scharmützel freue ich mich jetzt so richtig. Daher können wir endlich mal ein bisschen unsere Scharmützelpunkte ausgeben. Und wir werden auch gut hier mit... oh, Kontrolle über Anun... Achso, auch das war hier. Ich dachte schon, das wäre der PvP-Buff. Weil... die Ettenöden sollten ja eigentlich auch aufgemacht werden. Apropos, das kann ich eigentlich mal gucken, ob die Ettenöden zugänglich sind. Ettenöden sind zugänglich. Ihr seht hier den Weißquell. Toll Askan. Ich hoffe, es kann natürlich auch sein, dass es automatischer Wechsel ist. Ich werde das kontrollieren zum nächsten Buch. Da werde ich euch das zeigen. Und ihr werdet es dann ja spätestens sehen, wenn ich versuche, mit Level 60 in den Ettenöden ein bisschen was zu reißen. Aber Moria wird meine volle Aufmerksamkeit definitiv in Anspruch nehmen. Weil das ist ja, wie gesagt, nicht gerade kleines Gebiet. 450 neue Quests erwarten uns dort unten. Und da freue ich mich natürlich komplett drauf. Oh, Regen. Na toll. Und das als Plattenträger. Ich habe mir noch ein paar Gedanken drüber gemacht. Wenn wir nach Moria reingehen, da habe ich eine kleine Überraschung für euch. Das dauert zwar jetzt noch 4 Bücher, und die Bücher werde ich jetzt definitiv die nächsten Tage in Angriff nehmen. Ich werde jetzt jeden Abend ein Buch durchspielen, so dass ich spätestens am Freitag nach Moria komme, so dass ich nur eine Woche verliere. Weil ich habe jetzt schon gesehen, ich war ja über das Wochenende nicht da. Ich war ja in Bamberg, habe dann eine Bekannte besucht und ein bisschen Geburtstag gefeiert. Glaubt mir, 850 Kilometer mit dem Auto abreißen ist nicht gerade das Angenehmste. Aber es hat sich gelohnt. Nee, am Donnerstag ist ja Moria aufgegangen. Freitag bin ich runter, Sonntag bin ich wiedergekommen, heute ist Montag. Das heißt, wir haben schon 4 Tage verloren. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und wir gehen mal kurz auf den Text. Ich werde mir eure Nachricht zu Herzen nehmen, Fergat. Sobald sich die Angmarien aus Evendim entfernen, werde ich einen Raben nach Kalinglad aussenden. Bislang habe ich allerdings noch nichts dergleichen gesehen. Es war ungewöhnlich ruhig in letzter Zeit. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wir sind natürlich im Vorteil hier oben, dass wir
ein gewisses Level haben. Evendim ist Level 40, wir sogar nur Level 33. Wir können einmal Querfeld ein. Und dementsprechend geht's einmal Querfeld 1 zur Statue des Hohen Königs. Um wieder auf das andere Thema zurückzukommen. Ich bin, wie gesagt, jetzt knapp eine Woche hinter Moria her. Das will ich jetzt natürlich aufholen. Das heißt, ich werde jetzt nonstop erstmal so 1-2 Stunden Videos produzieren, rendern und nachts hochladen, so dass ihr wahrscheinlich, wenn alles nach meinem Plan geht, ihr gemütlich am Samstag dann die ersten Aufnahmen sehen könnt von Moria. Wenn ich dann in Moria bin, die erste große Ansturmwelle ist vorbei. Ich habe eigentlich auch erwartet, dass wir jetzt Wartezeit haben, um auf den Server zu kommen, aber Pustekuchen. Der große Ansturm auf dem Server ist wahrscheinlich abgeklungen. Ich muss jetzt eigentlich echt zugeben, es ist schade. Herr der Ringe ist in meinen Augen ein wirklich sehr schönes MMO. Okay, wir liefern jetzt nicht wie beispielsweise WoW alle 2 Jahre ein riesengroßes Add-on, aber es ist ein schönes Nischenspiel geworden. Ich habe auch noch mal ein bisschen meine Krimskramskiste im Keller durchsucht und tatsächlich noch einige andere Herr der Ringe-Titel gefunden. Abgesehen jetzt von den aktuellsten Titeln wie beispielsweise Shadow of Mordor und Mordors Schatten, also Teil 1 und Teil 2 des Assassin's Creed-Klons sozusagen, habe ich auch noch ein paar andere Schmankele da unten gefunden, die ich aber nicht zum Laufen gekriegt habe. Ich sag mal so, die Spiele sind halt zu alt. Und ich habe leider keinen Emulator auf dem Rechner installiert. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten anstellen kann. Ansonsten habe ich auf Steam noch 2-3 Spiele gefunden, die ich zum Laufen gekriegt habe. Ich habe Schlacht um Mittelerde 2 zum Laufen gekriegt, die Strategiespielvariante, die auch sehr schön ist. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass ich euch demnächst 1-2 Bereiche aus dem Teil zeigen kann. Denn ihr wisst ja, ich bin hier unter anderem euer Herr der Ringe Abonnent bzw. euer Herr der Ringe Spieler und ich beschäftige mich in der Hinsicht ja sehr viel. Ich habe jetzt auch ein bisschen mal die Gedichte von Tolkien und Mittelerde mir angeschaut und auch ein bisschen was gelernt. Unter anderem habe ich auf dem Geburtstag 1 der Gedichte vorgetragen, was sehr gut angekommen ist, weil ihr wisst ja, wenn ich mich auf eine gewisse Kleinigkeit konzentriere, kann ich auch sehr stotterfrei und sehr klar sprechen. Da bin ich ja ganz stolz drauf. Und ihr habt ja selbst schon mehrmals in meinen Kommentaren gesagt, dass ich eigentlich eine sehr angenehme und sympathische Stimme habe, wofür ich mich an dieser Hinsicht definitiv auch nochmal bedanken möchte. Und wir werden uns jetzt aber trotzdem weiter erstmal mit Buch 11 beschäftigen. Ich hoffe, dass ich das Buch in 1,5 bis maximal 2 Stunden durchhabe. Allein schon wegen der Dateigröße. Weil ich kann die höheren Dateien leider nicht separat speichern, da ich eine falsche Fragmentierung meiner externen Festplatte habe und maximal Dateien mit 4,5 GB verschieben kann. Und so manches Herr der Ringe-Video ist leider ein bisschen größer. So, dann konzentrieren wir uns mal auf den nächsten gesprochenen Text. Was benötigt ihr? Ich danke euch für die Nachricht, Fergert. Auch wenn sie nichts Gutes verheißt, ich glaube nicht, dass Amathil ihre Krieger über die Straße, die ihr bewacht, in die Trollhöhen senden wird. Aber ich werde Skellenglin einen Rahmen senden, wenn dies geschehen sollte. In einem Punkt aber muss ich Kallenglas Wunsch widersprechen. Sollte Amathil diesen Weg für ihre Angmarien wählen, werde ich nicht tatenlos zusehen. Selbst wenn ich im Kampf fallen sollte, werde ich zumindest einige Angmarien daran hindern, das Auenland zu betreten. Versucht nicht, mich umzustimmen. Meine Entscheidung steht fest. Bevor ich ihn umsetze, werde ich jedoch einen Rahmen senden. Sprecht mit Kallenglad. Ihr wisst, ich habe mit den meisten Namen hier leider noch so ein paar kleine Schwierigkeiten, aber meine Lesekünste werden besser und da muss ich teilweise auch einer Bekannten von mir einen hohen Dank dann aussprechen, nämlich, ich will jetzt hier keine großartige Schleichwerbung für andere machen, aber ich habe eine Bekannte, die liest auf Twitch relativ regelmäßig Bücher vor und die hat mich dann halt mit auf den Trichter gebracht, dass ich selbst jetzt anfange mal laut zu lesen und dadurch verbessert sich natürlich meine Aussprache auch nochmal so ein bisschen. Ich nehme gerne Tipps und Tricks entgegen, damit ich
Ja, mir hier nicht so hinstottere, beziehungsweise, dass ich mich hier so häufig verhaspel. Ein wundervoller Tag. So, nächster Halt ist natürlich die Insel Tinodir. Ihr habt das Bing gehört, man hat mich über IMS angewispert. Ich kann mir auch schon vorstellen, um was es geht, aber das möchte ich nicht in diesem kleinen Video großartig preisgeben. Es ist so ein bisschen sippenintern. Und diesbezüglich ignoriere ich das IMS erstmal ein bisschen. So, wieder auf Tinodir angekommen. Geht's wieder rüber zu Kalinglad und dann wollen wir mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. So, da ist er. Seid gegrüßt. Hab Dank, Fergat. Ich wünschte, wir könnten verhindern, dass die Angmarien Evendim verlassen, um nach Hyel zu suchen. Aber wir sind nicht stark genug. Wenigstens werden wir wissen, wenn die Patrouillen sich auf den Weg machen. Gut, damit haben wir dieses Kapitel beendet. Wird mit 10 Silber belohnt. Ist bei weitem nicht das, was wir jetzt für die Reisen ausgegeben haben. Aber Geld ist in diesem Spiel nun mal kein Problem. Was kann ich für euch tun? Sprecht mit Kalinglad und stellt Mordrambor über Nachjuel zur Rede. Also eine Solo-Instanz, die wollen wir natürlich angehen. Mordrambor hat sich bis jetzt als unzuverlässig und gefährlicher Gefangener erwiesen, Fergat. Aber nun wird er Wiedergutmachung für seinen Verrat leisten. Gut, wir wollen mal uns anhören, was er zu sagen hat, beziehungsweise was er über Nachjuel weiß. Kapitel 2. Seid ihr bereit? Mordrambor hat sich als übler Hausgast erwiesen, aber ich weiß vielleicht einiges. Okay, ich lasse es mal lieber und wir starten. Es ist soweit. Vor Wut über Mordrambors gemeinen Verrat an Lerdan ist der Waldläufer Kalinglad entschlossen, den schwarzen Numenora zu stellen, um zu erfahren, wo sich der Ring von Amarthil befindet. Das soll natürlich geschehen. Sprecht mit... lasst uns mit Mordrambor sprechen, Fergat. Und dann wollen wir mal gucken. Boom. Na, was war ist das? Es ist Mordrambor, Fergat. Kommt mit. Wir wollen natürlich ihm folgen. Und wir wissen, was passiert ist. Denn Mordrambor ist ausgebrochen. So ergeht es allen, die sich der Macht Angmars widersetzen. Freundchen, ich hatte gehofft, dass du meinen Triumph miterlebst. Wir werden uns wiedersehen, und dann ist deine letzte Stunde gekommen. Wie kann ich euch zu Diensten? Mordrambor ist verschwunden, Fergat. Und er hat viele meiner Leute tot. Leuten tot oder den Tod geweiht. Zurückgelassen. Okay. Eine traurige Geschichte. Und wir beenden die Instanz Mordrambor. Wir müssen die Schäden am Bergfried reparieren. Allein das Leid, das wir erfahren, lässt sich nie wieder gut machen. Was benötigt ihr? Für das Unheil, das Mordrambor am heutigen Tag angerichtet hat, gibt es keine Worte, Fergat.
Ich dachte, wir hätten den Kummer und den Schmerz, den er säte, beendet. Der Betrug, der Lea dann freiwillig in seinen Verderben rennen ließ, ist nichts im Vergleich zu dem Leid, das ich oben unseren Gefallenen fühle. Gut, beziehungsweise schlecht. Aber wir beenden nun Kapitel 2, Mordrambor. Was benötigt ihr? Hügelgräber für die Gefallenen. Meine Leute brauchen Zeit für ihre Trauerfergat, sonst werden sie nicht in der Lage sein, weiterzukämpfen. Die gewaltigen Waffen Angmas in diesem Krieg ist die Hoffnungslosigkeit. Eine überwältigende Furcht, die die Herzen aller guten Seelen erfasst und ihren Willen, sich gegen das Böse zu stellen, unterwandert. Diese Waffe wurde hier auf Tinodir mit schrecklichem Erfolg eingesetzt. Wir müssen hoch nach Anuminas und dort 8 Stadtsteine sammeln. Das ist kein Problem, dank der Schnellreiseroute, die wir ja hoch in die Stadt haben. Früher war, wie gesagt, das so, als Anuminas noch Level 40 bis 50er Bereich war, dass wir uns jedes Mal hochkämpfen mussten. Die Stallroute oben existierte noch nicht, nur das Boot hier drüben am anderen Ufer existierte. Und wir mussten uns immer durch die komplette Stadt durchkämpfen. Beziehungsweise, selbst das war teilweise viel zu schwer. Man ist meistens einmal um den halben See rumgeschwommen oder draußen zum Traufenspitz geschwommen und ist von dort aus nach Anuminas reingeritten. Ja, damals war nicht unbedingt immer alles besser, wenn man in die Instanzen wollte. Und der Instanzenfinder hat einiges schon viel, viel besser gemacht. So, wir sind in Anuminas. Wir gucken mal eben ganz kurz. Unsere Steine finden wir hier unten bei Geramon. Das war der große Säulenplatz. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Dort laufen beispielsweise oder liefen für die Quests die Angmarien Armbrustschützen rum. Und einige Hauptleute. Aber wir werden uns jetzt zu diesem Platz machen und die Grabsteine suchen, die wir auf die Gräber legen. Und das Schöne ist, die Gegner hier können uns nichts. Wir ignorieren sie, da diese nur eine Levelqualität der Stufe 40 haben und wir mit Stufe 50 natürlich etwas drüber hinaus sind. Hier werden definitiv nicht genug Grabsteine liegen. Wir werden also jetzt demnächst ziemlich schnell wieder zurück müssen, beziehungsweise auch noch weiter in die Ruinen von Anuminas vordringen müssen, damit wir die restlichen Steine hier oben mit unter anderem finden können. Sagt mir eigentlich auch mal bitte, was ihr davon halten würdet, wenn ich jetzt hier nur mit Dauersenden spielen würde. Ich spiele jetzt schon seit Ewigkeiten mit Push-to-Talk, aber ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist, weil bei den ganzen Texten, die ich hier immer runterlese, könnte vielleicht auch eine Dauersendung mit interessant sein, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da bessere Erfahrungen drin, weil ihr beispielsweise auf Twitch streamt oder selbst Let's Player seid, die mir Tipps geben können. Ich bin in der Hinsicht für alles offen und ja, ich hoffe, dass ihr mir in der Hinsicht Entscheidungsfreiheit mitgeben könnt. Das wäre gar nicht mal das Verkehrteste. Und jetzt suche ich hier vorne den letzten Stein. Ich hoffe, dass wir ihn... Ja, wir haben ihn hier. Das heißt, wir haben den letzten Stadtstein aus Anuminas geborgen und können diesen wieder zu Kalenglad nach Tinodir bringen. Das heißt, wir reiten wieder zurück zum Reiterpunkt und machen von dort aus die schnelle Biege. So, fast sind wir da. Es ist gar nicht mal so schlecht. Und da oben ist der Durchgang zu den Reiterpunkten. Was kann ich für euch tun?
ich bin natürlich aber auch noch darüber froh, dass wir jetzt ganz allmählich auch noch mit die EP mitnehmen können. So können wir uns schon ein, zwei Level, bis wir in Moria sind, dazu verdienen. Und dann haben wir es in Moria natürlich nicht ganz so schwer. So, da vorne ist er wieder, Kalenglad. Und wir wollen mit ihm sprechen. Wie kann ich zu Diensten sein? Diese Steine sind perfekt. Ich danke euch für diese Geste, Fergat. Es ist immer noch keine Nachricht von den beiden eingetroffen. Offenbar wurde auch Amathil bei ihrer Suche aufgehalten. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Und wir beenden Kapitel 3, Hügelgräber für die Gefallenen. Was kann ich für euch tun? Sprecht mit Kalenglad und reist mit ihm nach Barad-Ras. Dankeschön kriegen wir am Ende der Quest einen Ring und 3 Atelas-Essenzen bzw. 3 Celebrandsalben. Dann wollen wir mal Kapitel 4 beginnen. Das Andenken. Zu viele Dunedain sind bereits bei Überfällen durch einen entfernt verwandten Gefolgsmann gefallen. Es gibt Zeit zu trauern. Aber diese Zeit ist erst dann gekommen, wenn die Waffenmeisterin von Angmar ihren Ring, Narchuil, geborgen haben sollte. Ich grüße euch. Die Luft ist eisig und mein Herz ist schwer von Trauer. Alle Schlachten bringen Gram und Schmerz und doch findet sich unter dem Schleier der Traurigkeit die Hoffnung auf dem Sieg. Folgt Celebrant nach Barad-Ras. Und wir setzen den letzten Stein auf das Hügelgrab von Karmadel.
Und wir platzieren den nächsten Hügelstein auf dem Hügelgrab. Und wir platzieren den letzten Hügelstein. So wie es ausschaut, verlässt Amatil Richtung den Nordhöhen. Was benötigt ihr? Und wir beenden Kapitel 4. Das Andenken. Was benötigt ihr? Was wir uns jetzt aussuchen, ob es die Celebrantsalben oder die Atlaszenzen ist, das ist egal. Denn beides ist 12 Silber wert und wir haben genug davon. Aber ich nehme einfach mal die Celebrantsalben. Ich möchte euch nochmals danken, Fergard. Ihr kanntet Tardan nicht sehr lang, aber er war ein guter Mann und ich weiß, dass er euren Besuch geschätzt hat. Trotz der Gefährlichkeit des Dienstes, währenddessen ihr ihn traft. Gut, wir beenden das Andenken und Kapitel 4. Was benötigt ihr? Findet den Gipfel des Amon-Rit. Das heißt, wir müssen wieder nach Esteldin reiten. Der Weg nach Osten. Ich hoffe, wir würden etwas über Nachschül erfahren, das uns helfen würde, den Ring vor dem Angmarin zu finden. Aber auch diese Hoffnung hat sich zerschlagen, wie schon so viele andere zuvor. Wir sind durch Mordrambors angehalten worden und müssen nun Amatils Truppen nach Osten folgen, obwohl ich hoffe, vor ihnen dort zu sein. Wir müssen also Amon-Rit nach schauen. Und Amon-Sul, dem Berg an der Wetterspitze, der ehemalige Wachposten. Okay, dann lasst uns mit einer normalen Reiseroute ein bisschen abkürzen. Was benötigt ihr? Weil, jetzt die Frage, ich glaube, wir sind so gesehen schneller, wenn wir in Esteldin sind und dann zurückreiten. Aber wenn wir hier rüber reiten, kann das auch kurz sein. Das ist jetzt so die Qual der Wahl. Aber ich sage, wir sind schneller, wenn wir von Esteldin mit der normalen Reiseroute dahin reisen. Das heißt, wir reisen von hier aus mit der Schnellreise nach Esteldin und dann zum Amon-Rit. Wir machen mal gleich die Karte auf, bevor wir rüber sind. Wir müssen nämlich hier hin. Und ich bin der Meinung, das nimmt sich nicht sehr viel die Strecke. Leider haben wir zum Amon-Rit keine Schnellreise. Die wünschte ich mir hier teilweise in den Nordhöhen tatsächlich. Aber so weit sind sie leider noch nicht. Was ich wiederum persönlich ein bisschen schade finde. So, jetzt reiten wir erstmal nach Esteldin. Wie ihr sehen könnt, oder gerade eben kurz gesehen habt, ist in den Scharmützellagern jetzt für uns ein Ring aufgetaucht. Und das heißt wiederum, wir können direkt mit den Scharmützeln beginnen. 53. Ich grüße euch. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sie hier so ein bisschen hinterherzieht. Ich bin gespannt, reitet er auch dorthin, wo ich hinreite, oder reitet er woanders hin?
weil wir müssten noch des Öfteren hierher. 53er Runenbewahrer. Verschwindet er gleich oder reitet er genau wie ich? Nein, er reitet woanders hin. Denn wir reiten jetzt die nächsten 2 Kilometer zurück, nämlich in den Weg nach Osten. Apropos, schreibt es mir mal bitte mit in die Kommentare. Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, dass ich jetzt meistens immer den ersten Absatz vorlese. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt wollt oder ob ihr das zu nervig findet, weil das zieht natürlich das LP auch ein bisschen nach vorne bzw. nach hinten. Und ich weiß aus Gesprächen mit anderen Leuten, dass meine 2-Stunden-LPs teilweise sehr abschreckend sind, weil ich halt auch viel am Sabbeln bin, um euch natürlich dazu zu unterhalten, aber eigentlich auch viel nicht relevanten Content mit reinbringe, beispielsweise jetzt die ganze Zeit diese Hin- und Herreiterei. Ich könnte es schneiden, da gebe ich euch natürlich sofort recht. Ich könnte die ganze Reiterei, diese ganze von A nach B Klamotte rausschneiden, aber ich bin halt auch der Meinung, das ist halt so eine Geschmackssache. Mir würde persönlich dann was fehlen. Ich könnte euch jetzt sagen, ja, wir sind jetzt in Tinodirm und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich am Amon-Ras bin. Gut, dann fehlen euch jetzt gut und gern zwar 5 bis 6 Minuten Reiterei von A nach B, aber ich finde, das gehört mit zum Spiel. Ansonsten könnte ich ja theoretisch auch sagen, wir fangen jetzt mal kurz die Instanz Karandum an. Wir sehen uns beim Endboss. Wir machen ganz Karandum und ja, am Ende, so nach gefühlten 1,5 Stunden oder nach einer 3/4 Stunde, mache ich dann wieder an. Yep, und hier ist der Endboss. Ich hoffe, euch hat die Instanz gefallen. Also, ihr merkt, ich bin nicht so der große Freund vom Schneiden. Wenn es sein muss, tue ich's. Beispielsweise, wenn ich selbst Fails reinbaue, die teilweise ja echt katastrophal sind. Ich erinnere mich da noch an einen gewissen Fail an der Wetterspitze, wo ich mich dann in den Felsen festgebackt habe und dann komplett aus, ich glaube, Wetterspitze. Ich glaube, das war hier irgendwo aus Nordhöhen, wieder dahin dackeln durfte, weil das zu viel Zeit gekostet hätte. Okay, das war so und so, aber naja, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. An den Feldern von Vornost angekommen, werden wir jetzt erstmal wieder das Stückchen zurückreiten. Ihr wisst, wir können nicht direkt hier oben schauen, sondern müssen ein bisschen runter oder wartet mal eben ganz kurz, wir müssen den Gipfel finden. Ach, das könnte tatsächlich der Gipfel oben sein. Ich sag mal nichts, ich behaupte das Gegenteil, davon bekanntlich nur die Hälfte. Vielleicht klappt das ja, dass wir uns oben auf die Ruine stellen. Weil es sind theoretisch nur 90 Meter. Könnte auch sein, dass wir hinter der Ruine schauen müssen. Ah, da haben wir es auch schon. Der Button schaut auf und wir können das vom Pferd aus tun. So, schaut von Amon-Reit aus gen Osten. Weit im Osten zeigt eine Staubwolke den Weg der Angmarin. Findet den Gipfel der Wetterspitze. Und da können wir abkürzen, da haben wir den Port zur Feste Gurut. Von der Feste Gurut aus können wir ein Stückchen zur verlassenen Herberge reiten. Und von der verlassenen Herberge geht dann der Kreuzweg, um abzukürzen, einmal direkt nach oben. Leider können wir von der verlassenen Herberge aus nicht zum Waldläufer durchreiten. Das wäre natürlich noch perfekter, aber irgendwas ist ja leider immer. Was wollt ihr? Wie ihr sehen könnt hier. Buch 3, Vorwort Feuer im Norden. Also reiten wir zur verlassenen Herberge.
Denn eigentlich müssten wir von hier vorne Andur einmal hier über das Bilvislager am Wetterfuß rüber zum Düsterweiher. Und am Düsterweiher können wir ja direkt hier diese ganze Strecke abkürzen und auch auf die Wetterspitze kommen. Weil, ihr erinnert euch, wenn wir an der Wetterspitze hier hin und her reiten, das ist so ein bisschen Kreuzweg. Und wenn wir dann hier soweit durch sind, muss ich ja leider zugeben, ist es relativ nervig, denn wir müssen von hier aus wieder zur letzten Brücke. Und das heißt, wir müssen von der Wetterspitze runter zur Herberge, von der Herberge nach Feste Gurut und von der Feste Gurut zur letzten Brücke. Also eigentlich auch schon wieder relativ viele Reiterstrecken. Aber das macht nichts, das gehört halt wie gesagt mit dazu. Und zwischenzeitlich öffne ich mal das silberne Geschenk. Und wir bekommen die seltene Rüstung des Matrom-Jägers. Inzwischen habe ich die Rüstung leider schon zweimal zusammen. Also nicht unbedingt so das, was man sich wünscht. Ich wünschte mir eher die goldene Rüstung. Das Epic. Das Rare. Und nicht den Schwund, den man hier inzwischen fast jede Woche kriegt. So, wir haben jetzt noch Nachrichten. Aber das ist auch relativ uninteressant. Wie viel Platz haben wir noch? Ausreichend. Ich wollte noch umskillen. Jetzt, wo wir hier an der Seite auch noch EP mit reinkriegen. Denn ich muss ja im Kampf nachher noch einige Taten aufbessern. So, ich setze mal an dieser Stelle ab. Setze mich auf mein liebes Pony. Und dann geht's nach oben. Wie würde Gollum jetzt immer so schön sagen, rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Aber eine Treppe haben wir hier nicht. Wir haben hier den Fuß der Wetterspitze und können hier so ein bisschen von A nach B hüpfen. Aber wir müssen ja bekanntlich woanders hin. So, wir wechseln mal eben kurz die Klasseneigenschaftspunkte von Blau, dem Wächter, zu Rot, dem Tank. Dem Schadensdealer. Okay, wir werden auch noch abgemountet. Mal gucken, ob wir irgendwo über diese Gerölllawine rüberkommen. Ich befürchte ja mal nicht. Ich glaube, das ist so beabsichtigt, dass wir hier nicht so einfach rüberkommen. Dann geht es einfach mal ein Stückchen runter. Wir haben uns mal nichts gebrochen. Silber, lecker. Würde ich gerne mitnehmen. Und dann geht's hier vorne hin. Und wir sind jetzt bei den Wetterbergen. Und ich bin, wie gesagt, hier wohl nicht der Einzige, der gerade das Buch ein bisschen nachzieht. Mit 51. Wie gesagt, es ist nicht das Verkehrteste, was ihr machen könnt. Die Buch-EP bringen richtig gut EP. War jetzt hier der Aufgang? Hier war das Rätsel zu Bingo Buffin. Und den Herrn werde ich übrigens demnächst auch nochmal nachziehen. Damit seid ihr schon mal gewarnt, dass ich demnächst auch noch Bingo Buffin anfangen werde. Das ist zwar am Anfang wirklich wieder sehr lästig, aber ich verspreche euch, es wird sich definitiv lohnen für euch. Denn ich möchte für mein Haus, was ich übrigens bis dato immer noch nicht habe, endlich mal anfangen, die Housing-Items zu machen. So, hier müssten wir jetzt richtig sein. Ja, einmal hier, einmal da und schon sind wir oben. Hopsasa. Haben sich hier irgendwas geändert? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Oder bin ich jetzt den falschen Weg hochgeritten? Das ist jetzt eigentlich egal, denn wir sind hier richtig. Ich könnte zwar jetzt schon schauen, aber wir gehen jetzt mal woanders hin. Hier haben wir einen 26er. Wir gehen mal, wie sich's gehört, Richtung Westen. Und schauen mal. Warum können wir denn an der Wetterspitze nicht gen Osten schauen? Gen Osten, also in die Richtung. Weit im Osten überquert eine Gruppe Angmarin die letzte Brücke. Und wie ihr jetzt gesehen habt, müssen wir jetzt knapp 3 Kilometer zur letzten Brücke. Aber Hust, Hust, Gelächter, Komma, Schall, so doof bin ich natürlich nicht. Ich reite einmal kurz runter. Und guck mal, dass ich zur Herberge komme. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, die Schnellreiseroute bei unserem Waldläuferfreund hier zu nehmen. Ich weiß es nicht, es ist ein Versuch wert. Und wenn wir dann nämlich bei der Herberge rauskommen,
Weil von hier aus dürfte es nämlich eine Reisefunktion geben, wenn wir die Quest abgeschlossen haben. Das weiß ich jetzt gerade leider absolut nicht, aber ich hoffe es. Ah, hier haben sie ja... Oh, hier haben sie auch den Berg abgeflacht. Finde ich toll. So. Wie kann ich zu Diensten? Die verlassene Herberge. Und dafür müssen wir Buch 2, Kapitel 6 erledigt haben. Das passt mir doch hervorragend. Wir reiten dort mal eben mit der Schnellreise hin. Was kann ich für euch tun? Und bei der Herberge angekommen, geht's gleich zurück zur Feste Gurut. Ich werde mir über die Laufstrecke über mal nichts sagen und genieße dann einfach mal die Landschaft. Wir nähern uns jetzt der Feste Gurut und von hier aus geht's dann direkt weiter zur letzten Brücke. Dafür nehmen wir uns einen kleinen Trick. Was benötigt ihr? Wir reiten nämlich nach Torenhardt und so kommen wir natürlich dann auch relativ zügig an der Brücke an. Und ihr wisst, die automatische Reiseroute, die wir in diese einzelnen Gebiete haben, beziehungsweise schnell reisend auf diese über der Straße, ist natürlich schneller als das mit dem normalen Mount. So, ihr habt es vielleicht erraten, wo ich jetzt gerade eben während der Reiterpause war. Wir sind jetzt bei einer knappen Dreiviertelstunde und ja,
ich habe mich auf alles vorbereitet, aber ich habe vergessen, mir hier Wasser an den Rechner zu stellen. Dementsprechend habe ich gerade eben mal kurz die Küche durchsucht und mir natürlich nochmal eben eine Flasche Mineralwasser hier vorne hingestellt. Auf dass meine Stimme erfrischend und quickend bleibt und ich keine Frösche in den Hals kriege. So, Spaß beiseite. Ja, wir nähern uns jetzt mit schnellem Tempo der letzten Brücke. Der Weg nach Osten. Und dann wird's auch schon interessant, denn wir haben nachher unsere Aufgaben hinten im Tal Bruin. Das Tal Bruin, damals implementiert worden als Erweiterung zu Buch 11, weil Tal Bruin gab es damals auch noch nicht, als wir soweit waren im Grundspiel. Tal Bruin ist genau wie Anuminas mit einem Patch hinzugefügt worden. Auch die ganzen Questreihen damals auf der Hecke waren ein bisschen höher. Die waren, glaube ich, auf Stufe 40 angepasst worden damals. Auf dass man da hinten dann in Ruhe noch ein bisschen questen und spielen konnte. Nur noch wenige Meter, 120, 100 und dann treffen wir die Elben, die hier links der Brücke sitzen und diese können wir dann einmal befragen. So, einmal absitzen. Moin! Was benötigt ihr? Ihr sucht die Angmarien, die vor nicht allzu langer Zeit hier vorbeikam. Ich sah sie bereits von Weitem und konnte mich verstecken. Noch ehe sie hier eintrafen. Ich fürchtete, entdeckt zu werden, denn an ihren Spitze marschierte eine finstere Gestalt. Geselle, ein schwarzer Numenor, wenn ich mich nicht sehr täusche. Es scheint mir, als würde er direkt auf mein Versteck starren, aber genau in jenem Moment wurde er von einem anderen Gedanken abgelenkt, der ihn wendet und nach Westen blicken ließ. Ich weiß nicht, was er erblickte, aber kurz darauf nahm er den Marsch wieder auf. Und die Schar zog weiter gen Osten. Von den Angmarien. Okay. Kalinga sagt jetzt bitte nicht, wir müssen nach Angmar. Nein, wir müssen weiter Richtung Osten. Vor allen Dingen, wieso nach Angmar? Wir müssten dann, wenn schon denn schon, wieder zurück nach Anuminas. Und wir haben es geschafft. Wir sind wieder in den Trollhöhen. Wir werden jetzt zum Jägerlager, Bararans Lager, reiten und von dort aus dann nach Echard Kandeles. Also wir sparen uns über diese Methode natürlich dann auch wieder Zeit. Und ich sag's euch, ein Abonnement lohnt sich immer noch für dieses Spiel. Ich persönlich bin und bleib natürlich ein riesengroßer Herr der Ringe-Fan, auch wenn man mich inzwischen versucht hat, zu WoW zu bekehren. Ja, ihr werdet jetzt lachen. Ich wurde tatsächlich darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, nochmal mit WoW anzufangen. Und dann auch noch auf Seiten der Allianz. Ich habe definitiv erstmal Nein gesagt, da ich ehrlich gesagt nicht wirklich die Zeit habe, um mehrere Let's Plays nebeneinander zu machen. Ihr habt es ja schon am Sonntag gemerkt, dass ich diesen Sonntag keine großartigen Let's Plays gemacht habe, da ich ja noch auf der Autobahn war. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Geld. Und natürlich auch wieder eine andere Schicht. So, wir sind am Stallmeister und können von hier aus direkt nach Echard Kandeles reiten. Das spart uns wieder Zeit. Ich mag dieses Hafenspiel im Hintergrund. Eine Harfe ist ein richtig schönes Instrument, wenn man sie spielen kann. So, Echard Kandeles, wir sind angekommen. Und dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier mit dem Chefchen sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ist er unten oder ist er oben? Ich versuche mein Glück erstmal unten. Er steht hier hinten, das passt. Was kann ich für euch tun? Ihr bringt mir eine Warnung meiner Schwester, dass die Angmarien in Tal Bruin gekommen sind. Ich habe ihre Warnung vernommen, doch zu spät. Meine Kundschafter sind dem Feind bereits begegnet. Wisst ihr, warum sie hierher gekommen sind? Könnt ihr mir sagen, was sie in diesen Wäldern weit entfernt von ihrem düsteren Heimatland führt? Und so beenden wir Kapitel 5, der Weg nach Osten.
Bleibt noch einen Moment. Als nächstes müssen wir 6 Angmarienkundschafter und 3 Sucher besiegen. Die Jungs sind hier ganz in der Nähe. Wenn wir Glück haben, sogar direkt hier um die Ecke. Da sie hier vorne ja ein Lager haben, über das wir ja schon das ein oder andere Mal gestolpert sind. Aber wir haben hier ja auch höhere Bekanntschaft, weil jetzt auch viele pausierte Charaktere, in, das glaube ich zumindest, allmählich ihre Bücher nachziehen. Ich mache es ja auch so. Wie gesagt, ich möchte Samstag gerne in Angmar einfallen, in Anuminas einfallen und da mal ein bisschen Spaß haben. So, hier haben wir den ersten Angmarinsucher. Ihr seht, ich krieg nicht wirklich großartig Schaden. Ich sollte mich... Ah, so, besser. So, der erste Angmarinsucher. Und hier haben wir einen Kundschafter. Aber hier war schon jemand. Das ist Respawn. So, wir suchen weiter. Die Jungs sind natürlich hervorragend, dass sie rot angezeigt sind. So finden wir die Jungs wenigstens wieder. Und ihr wisst ja auch, dass ich meine Hausaufgaben hier in diesem Gebiet gemacht habe. Mein BDT ist in den Trollhöhlen auch komplett abgeschlossen. Ich brauche keine Drachensippe mehr. Ich brauche keine Würmer mehr. Ich brauche keine Bären mehr. Es ist alles soweit erledigt. Aber jetzt kommt natürlich wieder das, was ich am meisten hasse. Jetzt müssen wir erstmal Mobs suchen gehen. Wir wissen, wo die sind, aber... hier oben haben wir eine große Anzahl dieser gesagten Mobs. Genug Kundschafter und hoffentlich auch ein, zwei Speer. Da fällt mir ein, wir haben noch eine Klassenaufgabe vor uns. Diese werde ich einmal hinzufügen, damit wir gleich wissen, was mir noch braucht. Ich brauche insgesamt verheerender Schlag. Gucken wir mal. Verheerender Schlag ist ein Schlag. Lücke finden, ins Wanken bringen. War das der? Gucken wir mal eben kurz. Ein Schlag. Ja, das ist er. So, und natürlich der letzte, den vorletzte Sucher. Quatsch, Kundschafter. Und davon fehlen uns noch 2. Wir sind relativ mittig. Vielleicht haben wir das Glück und finden hier oben noch eine bewachte Ruine. Am Anfang bin ich diesen Ruinen echt aus dem Weg gegangen, weil die Jungs natürlich ziemlich böse sind. Und jetzt, wo man sie sucht, ist natürlich keine Socke da. Platinerz gibt es hier. Also ich springe jetzt nicht hier runter. Ich versuche mein Glück definitiv wieder an einer anderen Ruine. Was haben wir da? Was haben wir da? Kundschafter? Kundschafter? Ja, Kundschafter. Also patrouillieren die Jungs hier auch. Oder die Jungs haben einfach nur einen sehr hohen Respawn. Das könnte natürlich auch sein. Komm, das Würmchen gibt es mal eben bei. Das wird mal eben kurz weggefrühstückt. Es ist angerichtet. Mahlzeit. Und, yo, der Respawn hier ist definitiv übel in dieser Ruine. Und wir haben die Jungs, die wir brauchen. Also nichts wie weg von der Ruine. Und wieder zurück zum Lager. 500 Meter sind wir geritten, kreuz und quer über Feld und Stein. Und da vorne ist die Straße. Fein. Nein, unten Abgrund. Das gibt einen Knack. Au. 18 Sekunden. Okay, kann man mal haben. Muss man aber eigentlich nicht, weil tut weh.
Und vor allem, wenn wir uns noch die Akku eines Angmarin sichern. 3 Pfeile. Wir sind immer noch aufgemountet. Wir haben es geschafft. Den Angmarin laufen wir definitiv ab. Und wir können jetzt gleich in aller Ruhe Kapitel 6 beenden. Namentlich ein freudloses Land. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Angmarin Pirscher, ich muss jetzt auch ein bisschen darauf achten, weil jetzt könnten die Questbelohnungen doch interessant werden. Aber wir nehmen definitiv die Klinge. Die bringt uns zumindest noch am meisten Silber ein. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Einige Plätze in den Wäldern von Felsen und blub. Ich lasse es gerade. Dunkle Ausstrahlung. Die wenigsten Reisenden, die an ihren vorbeiziehen, berichten häufig von einem unbestimmten Gefühl der Unruhe. Dies allein ist nicht so ungewöhnlich, denn das Land erinnert sich an Dinge, die wir längst vergessen haben. Und bringt uns diese Erinnerung zurück, auch wenn wir sie nicht verstehen. Aber zu erfahren, dass ein böses Relikt wie dieser Ring, der die Waffenmeisterin Angmas ihr gewaltige Stärke gab, in diesen Wäldern verborgen sein könnte, erklärt einiges. So, wir müssen jetzt 2 Orte untersuchen. Als allererstes würde ich sagen, in Kapitel 7, dunkle Ausstrahlung. Wir müssen einmal in das Trolltal und einmal hier vorne hin zum Wasserfall. Diesbezüglich werde ich als allererstes den Trollteil erledigen. Gelächter, Schall, Hust, Hust. Denn wir sind hier relativ zügig mit unterwegs. Und es ist erstaunlich, wie viele hochrangige Charaktere sich jetzt hier auf einmal rumtreiben, nachdem halt das Gebiet offen ist. Und das freut mich auch. Denn das zeigt mir, dass die Leute ihre Charaktere hochspielen, auch wenn es teilweise jetzt schon die ersten Twinks sein könnten. Und das macht die Sache natürlich auch viel, viel angenehmer. Also ihr seht, der Server ist nicht tot. Ihr werdet hier immer wieder Leute sehen und erleben, die spielen können. Ich freue mich auch definitiv auf die neuen Raid-Instanzen, Schildkröte und der Wächter im Wasser. Auch wenn das nur 2 kleine Instanzen sind. Aber man braucht trotzdem dafür schon ein gewisses Know-how. Und ich hoffe mal, als DD oder als Tank dort mitspielen zu können auf dem hochrangigen Niveau. So, hier unten haben wir Lavantir. Bleibt noch einen Moment. Findet den Eingang zu Bare Teruchir. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, Fergat. Aber es muss einen dringenden Grund geben, der euch zu mir in die Wildnis treibt. Ich gestehe, dass ich keine Spur des Ringes, den ihr sucht, entdeckt habe. Allerdings macht die Wacheltrolle einem die Sache auch nicht gerade leicht. Eine finstere Aura liegt über diesem Ort. Das könnte daran liegen, dass sie dort ein böses Relikt befindet. Gut, wir gehen rein. Wir halten uns rechts und dann nach oben. Wir haben hier die ersten... Sag jetzt nicht, die Jungs sind angepasst, dass ich hier so durchreiten kann. Das ist ja langweilig. Die Jungs sind angepasst auf Level des Gebiets 38. Wir können so durchreiten. Vielleicht gibt es dann in der Höhle die passende Spannung. Also normalerweise sind die Jungs 40 oder beziehungsweise früher waren sie sogar 50. Aber egal. Wobei der Wasserfall hat definitiv hier so seine Momente. Auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen laut war. So, wir haben den Eingang gefunden, ob Nachjuel wohl drin ist. Wir gehen jetzt mal rein. Vielleicht haben wir Glück und die Jungs sind auf Level. Ja, die Jungs sind auf Level. Ich sehe hier definitiv Gegner. Zumindest Angmarienkundschafter. Dann wollen wir denen doch mal guten Tag sagen mit dem großen Hammer in der Hand. Da liegt der, die das Erste. Ich sag mal so, ich ignoriere mal so weit die Kämpfer, dass ich hier durchlaufen kann, weil ihr seht, die anderen Jungs hier in der Höhle sind leider 38.
Und die muss ich nicht. Wo, aber ich brauche die Tusken hier. Zumindest die Endgegner dieses Bereiches. Die muss ich einmal umhauen, damit wir hier weiterkommen. Ich sage einfach mal links, rechts, geradeaus, hoch. Und da ist er. 5K. Und als allererstes kriegt er den Hammer ab. Diese Kammer im Südwesten enthält... Diese Kammer im Südwesten enthält kein Anzeichen für die Gegenwart von Narchuhil. So, und dann geht's zurück und wir untersuchen die nächste Kammer. Und die ist relativ nah dran. Wir müssen einfach nur mal runter und uns zweimal im Kreise drehen. Dann müssten wir die Kammer eigentlich erreichen. Oder erreichen wir die Kammer hier über diese Abzweigung? Nein, dafür müssen wir eine Etage tiefer. Also geht's wieder runter und wir nehmen den anderen Weg. Den anderen Weg. Und ihr seht, die Angmarien hier drin feiern fröhlich Party, indem sie respawnen. Und dann geht's nach unten. Also ihr seht, der Höhlenaufbau ist relativ einfach. Aber ich sag's jetzt gerade auch ganz ehrlich, mit dem Level 50 gegen 38er, früher war hier mal alles Signatur und Elite, da macht's nicht wirklich Spaß. Das ist einfach nur durchlaufen. Da habe ich mir jetzt was anderes erwartet, erdacht. So, die Kammer im Norden enthält kein Anzeichen für die Gegenwart von Narchuhil. Aber ein Troll und der kriegt den großen Hammer ab. Und das war's. Sprecht mit Lavantir. Kein Problem. Wir gehen hier mal mit. Hier. Miep, miep. Und wir hauen jetzt den Turbo rein. Und einfach an den Angmarien vorbei. Denn auch wenn wir jetzt hier die Akku ziehen, wir laufen durch. Und sobald wir draußen sind, ist die Akku vorbei. Wenn wir natürlich die Höhle im Kampf verlassen können. Das weiß ich nicht. Das kann passieren. Und wir sind draußen. Das ist gut, das ist fein. Und dann reiten wir jetzt weiter. Ganz gemütlich reiten wir jetzt hier wieder raus. Ihr seht hier die ganzen Gegner. Wir hätten uns regulär durch lockerflockig 30, 40 Trolle durchhacken müssen. Die zählen natürlich auch fürs Troll-BDT. Das muss ich hier an dieser Stelle einmal mit erwähnen. Und ja, die könnt ihr natürlich dann auch gerne hier mitmachen. Ihr habt hier Kreaturen der Natur, die zählen für nichts. Aber die Waldtrolle hier zählen zu der Trollsippe. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Kann auch sein, dass ich euch jetzt gerade angelogen habe. Doch, ich habe in den Trollhöhlen alles erledigt, inklusive der Riesen im Tal der Riesen. Angekommen. Was benötigt ihr? Ich habe keine Spur von Narchuhil gefunden. Das tut mir leid, Fergat. Aber wir können uns mit einem Gedanken trösten. Die Angmarien durchsuchen immer noch die Höhlen. Aber wir wissen nun, dass Narchuhil dort nicht zu finden ist. Mögen sie noch lange brauchen, um dieses festzustellen. Wir suchen uns wieder das aus, was am meisten Gold bringt. Also in diesem Fall die mittlere Rüstung. Und es geht weiter. Wir haben Kapitel 7 abgeschlossen. Das Geheimnis Erin Singmars. Jetzt müssen wir nur noch untersucht Geheimnisse mit Muldin Delosat. Und dieser befindet sich, ich glaube, bei der Fischerhutte oder darüber hinaus. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, der Waldläufer, der auf dieser Seite des Ufers im Gestrüpp saß. Nee, auf der anderen Seite. Also einmal in Platte rüberschwimmen. Ich bin eigentlich ein Zwerg. Ich hasse Wasser. Wasser ist da, um Bier zu brauen. Aber nicht, um sich darin zu waschen. So, da ist er. Dieser Ort wird nun Desolat genannt.
Doch sein wahrer Name ist lang vergessen. Würdet ihr mir bitte findet die verschlossene Tür tief in den Ruinen von Delusat. Es ist mir eine Freude, euch zu treffen, Fergat. Ich sah euch aus der Ferne bei Kalandras, aber ich glaube, ihr hättet meinen Winken nicht gesehen. Gut, wir wollen rein. Einmal guten Tag sagen. Mit Kapitel 7, die Tür von Delusat. Früher war hier übrigens auch das Reiten nicht erlaubt. Früher mussten wir immer hier in Anführungszeichen reinlaufen. Das ist jetzt doch sehr angenehm. Und wir wissen inzwischen, dass die Tür von Delusat hier oben ist. Einmal ping. Die Tür sieht noch sicher verschlossen aus. Die Angmarien haben sie nicht aufgebrochen. Sprecht mit Muldir. Früher tapperten hier auch Angmarien rum, aber ich glaube, die sind diesmal nicht hier drin, so dass wir hier ganz gemütlich wieder rausreiten können. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Die Tür ist immer noch sicher verschlossen. Ich bin froh, das zu hören, auch wenn das bedeutet, dass wir die Antworten auf die Frage, ob Nachjuil dahinter verborgen liegt, noch keinen Schritt näher sind. Der Schlüssel zu dieser Tür ist sicher vor langer Zeit verloren gegangen. Ich zweifle nicht daran, dass die Angmarien schon bald die Tür zerstören werden, wenn sie glauben, Nachjuil könnte in Desolate verborgen sein. Wir suchen wieder das aus, was uns am meisten Geld bringt. Mit 8 Silber ist es entweder die leichte Rüstung oder der Runstein. Und ich sage, es ist der Runstein. Sprecht mit Kandalit. Also müssen wir wieder nach oben. Dafür machen wir es uns jetzt aber diesmal ganz einfach. Wir reiten nämlich zum regulären Flussübergang, der sich ja hier vorne befindet, damit wir nicht schwimmen müssen und können dann den Fluss hier vorne in aller Ruhe überqueren und dann reiten wir das kleine Stückchen wieder nach oben. Wir haben jetzt gerade erst die Nachtwache. Das heißt, wir haben jetzt noch mindestens eine halbe, wenn nicht sogar eine Dreiviertelstunde noch Nacht. Das könnte hier in den Trollhöhen sehr interessant sein. So, wieder oben angekommen, sprechen wir mit Kalendest und dort kriegen wir dann die nächste Aufgabe. Beziehungsweise wir können endlich Kapitel 7 beenden, nachdem wir 2 verschiedene andere Aufgaben dazu gemacht haben. Das Buch selbst dürfte 10 oder 11 Kapitel haben. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte geschafft. Und vielleicht bleibe ich auch in meinem von mir gesetzten 2-Stunden-Limit. Weil sonst könnte das echt interessant werden. So, da vorne ist er, Kandalis. Was benötigt ihr? Gib nicht auf, Fergat. Ich dachte, Nachjuil könnte der Grund für das Gefühl der Unruhe sein, das Erin Signor und Desolate verströmt. Aber es war nur eine Vermutung. Vielleicht liegt der Ring tief in Desolate. Dass wir keine Möglichkeit haben, in diese zerstörte Halle zu gelangen, ohne den Weg auch für die Angmarien zu öffnen, müssen wir darauf vertrauen, dass die verschlossene Tür sie aufhält, während wir an anderen Orten suchen. Und wir beenden Kapitel 7. Bleibt noch einen Moment. Sprecht mit Iridris. Ich habe mich auf Orte konzentriert, an denen Reisende und meine Kundschafter sich bedrückt fühlen und beunruhigt waren, die Eringzinger, den Hain des Waldtrolls oder den Elbenruinen von Desolés. Aber nun, weil ich dachte, dies wäre unsere einzige Möglichkeit. Aber wir haben noch einen anderen, mit dem wir sprechen können. Also geht's weiter. Einmal ein Stückchen runter. Wir nehmen dafür den nördlichen Abgang. Und dann geht's für uns, denn ich weiß es schon, wo es hingeht, zum eingestürzten Keller. Ein Haus, was sich in der Nähe von Desolate befunden hat. Vor langer, langer Zeit.
Da vorne im Gestrüpp verbirgt sie sich. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Kaledith hat mir die Geschichte erzählt, Fergat. Meint ihr wirklich, Nachjuel oder ein Hinweis auf den Verbleib des Ringes könnte in Talburin versteckt sein? Durchsucht die Trümmer des eingestürzten Kellers. Einmal wieder rüberschwimmen, weil hier vorne haben wir bei weitem nicht die Möglichkeit, den Fluss zu überqueren. Hier müssen wir tatsächlich schwimmen. Und einen Zwerg kann man nicht so weit werfen. So, aufsitzen und den eingestürzten Keller suchen. Dieser befindet sich hier. An dem sind wir ja schon mal vorbei. Ich sage, wir durchsuchen mal diesen Haufen. Findet aber nichts. Was ist mit dem? Trommelwirbel. Ihr findet ein verschmiertes Tagebuch zwischen den Trümmern. Es scheint noch lesbar zu sein. Bringt das verschimmelte Tagebuch zu Idrinis. Also einmal wieder zurück. Der Einband dieses Tagebuches ist verschimmelt. Doch ihr könnt noch Worte S-Eichenherz erkennen. Die ersten 20 Seiten sind an der Feuchtigkeit aufgeweicht und unten lesbar. Doch unten auf einer der verbleibenden Seiten könnt ihr Worte in einer krakeligen Handschrift ausmachen. Wir scrollen mal ein bisschen weiter runter, damit ihr die Möglichkeit habt, diesen Text auch zu lesen. Ihr kennt das Spielchen ja, wenn ihr ihn lesen wollt, pausiert ihr einfach mal ganz kurz. Und dann könnt ihr den Text in aller Ruhe entziffern. So. Was benötigt ihr? Ihr habt dieses Tagebuch in den Ruinen des eingestürzten Kellers gefunden, Fergat. Vielleicht hat es nichts zu bedeuten, aber ich will doch nachsehen, ob ich es lesen kann. Bringt das verschimmelte Tagebuch zu Kandalith. Also die gleiche Strecke wieder zurück, die wir gerade runtergeritten sind. Ich versuche übrigens, so ein bisschen Unterton mit in die Stimmen zu bringen, damit die nicht unbedingt alle gleich klingen. Bei den Herrschaften bin ich relativ gleich, aber schreibt mir doch mal auch noch in die Kommentare, ob ich das mit den Frauen vielleicht lassen soll. Weil das könnte sich vielleicht zu verstörend anhören. Wenn ich hier so versuche, ein bisschen weiblich zu sprechen. Weil Frauen haben ja bekannt... Vorsicht, Schattenwölfchen, du lehnst dich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus. Aber Frauen haben ja nun bekanntlich nur mal eine etwas leichte, höhere Stimme. Um es diplomatisch auszudrücken. Nicht euer Ernst. 6 Sekunden wegen 1 Meter. Also das ist ein Witz. Gut. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Was ist das, Fergat? Ein Tagebuch? Kann das sein? Das verstehe ich nicht. Amathil kann nicht... Hinter diesem Rätsel muss noch mehr stecken. Aber wir erfahren... als wir erfahren können, Fergat. Denn ich bin verwirrt. Aber hört euch dieses an. Habe L 2 Hühner mitgebracht. Blablabla. Okay. Wir geben ab den eingestürzten Keller. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Sucht ihr nach der Schlüssel, den Sarah Eichenherz im Tagebuch erwähnt. So, wir müssen also runter in Désolées und das... Beziehungsweise und den Schlüssel finden. Das sollten wir wohl hinkriegen. Wusa. Also teilweise ist das echt nervig, dass ich mir am Laufband die Haxe hier breche.
So, im Nachhinein weiß ich jetzt gerade auch selbst nicht, was ich hier noch offen habe. Der Hildegrot-Drachentrakt in höheren T-Graden. Angmarin, da muss ich jetzt nur noch die Kreise erkunden. Das ist auch noch zu machen. Und Forochel ist erledigt. Und ansonsten geht es in Erigion weiter. Und Erigion ist ein Gebiet, was ich so gesehen noch nicht bequestet habe. Also bin ich eigentlich voll und ganz in meinem Bereich. So, aber jetzt geht's erstmal rein Talbruin bzw. Delusat. Ich komme. Findet aber nichts. Okay. Gucken wir mal auf den Busch. Vielleicht ist er ja rechts der Brücke. Findet aber nichts. Findet auch nichts. Jetzt blende ich doch mal kurz die Blätterhaufen ein. Ihr findet nichts. Das wird jetzt eine interessante Suche. Und ich wette mit euch, nachher ist es der Busch. Dann lache ich aber, wenn es wirklich der hier in der Ecke ist. Damit wäre es nämlich sozusagen der letzte. Ah, ihr findet eine Schatulle mit zerbrochenem Schlüssel unter einem... bringt den die Schatulle zu zerbrochenen Schlüssel zu... Also wieder zurück. Wollen wir mal gucken. Ah, Morgendämmerung. Es wird allmählich hell. Das freut mich natürlich. Und wieder oben in Echert, Kandalis angekommen, sind wir auch schon hoffentlich einen Schritt weiter, denn wir haben einen, bringt die Schatulle mit zerbrochenem Schlüssel, denn wir haben einen zerbrochenen Schlüssel. Bringt die Schatulle mit dem zerbrochenen Schlüssel zu Merlios. Euer Erfolg mit eurem Rückstoß haben mich sehr ermuntert. Ich bin mir sicher, dass Nachschuel sich in Delulis befindet, Fergat. Und einer der Schlüssel in dieser Schatulle wird uns den Weg öffnen. In Imlad, Ladris lebt ein Goldschmieden von überragendem Ruf. Ihr Name ist Merlios. Sie wird in der Lage sein, diesen Schlüssel für uns wiederherzustellen. Seid gewarnt. Sie ist streng und nur schwer zu gewinnen. Sie wird sicherlich helfen, doch genauso sicher wird sie eine Gegenleistung dafür verlangen.
Sie ist nicht freigebig mit ihren Arbeiten, denn sie sind von großem Wert und Kostbarkeit. Und wir müssen also zum Turm der Zusammenkunft. Also reiten wir von hier aus mit einer Schnellreisefunktion. Was war das denn wieder? Mit einer Schnellreisefunktion nach Bruchtal. Es lieben die Schnellreisen. Weil sonst hat man hier wirklich sich den Wolf gelaufen. Das kann ich euch garantieren. Und wir reiten uns hier sowieso schon den Wolf. Mit hinher. Ihr habt ja jetzt miterlebt, die letzten 10, 15 Minuten sind wir nur rauf, runter, Kundschafter treffen, in die Höhle reingehen, raus zur Höhle rausgehen, nachdem wir dort zwei Trolle getötet haben, zurück auf die andere Seite, eine Ruine untersuchen, im Dreck buddeln, wieder hoch, wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hey, hey, hey. Also geht's zum Turm der Zusammenkunft als nächstes, nachdem wir mit der Schnellreisefunktion im Bruchtal angekommen sind. Das wird ein Spaß werden auf jeden Fall. Denn ich habe so das Gefühl, ich sag's ganz vorsichtig, ich ahne gerade Schlimmes. Wir sind in Angmar gebunden, ich habe auch nur einen Port frei. Ansonsten würde ich mich jetzt hier vermutlich irgendwo in Bruchtal binden. Aber wie ihr sehen könnt, wir sind auch schon fast eine Stunde seit den einsamen Landen unterwegs. Da fehlt also auch nicht mehr viel. Aber jetzt sind wir erstmal in der Nähe des Turms und da oben ist sie, unsere gefragte Goldschmiedin Merlios. Was benötigt ihr? Ich werde ungefähr die Hälfte der Schlüssel reparieren können. Der Rest ist nicht mehr zu retten. Seid ihr damit zufrieden? Ja. Bleibt noch einen Moment. Es wird etwas dauern, die Schlüssel zu reparieren. Doch wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine Kleinigkeit helfen. Ich schenkte einem Reisenden, der an den Feinheiten der Goldschmiedekunst interessiert war, einige exquisite Edelsteine, aber Bildnisse lauerten ihm auf. Knapp nur entkam er mit dem Leben. Viele der Edelsteine jedoch wurden von den Kreaturen gestohlen. Reist ins Bilvesdorf auf dem Hohen Pass und bringt mir eine Handvoll dieser begehrten Steine zurück. Bis zu eurer Rückkehr sollte ich die Schlüssel, die ihr mir gebracht habt, wiederhergestellt haben. Könnt ihr meinem unglücklichen Freund die Edelsteine denn zurückgeben? Beschafft bzw. bergt Edelsteine aus dem Bilvesdorf. Ja, Buch 11, Kapitel 10, ein Beutel voller Edelsteine für eine Schatulle voller Schlüssel. Ich sag mal, das könnte interessant werden. Oha, fast hätte ich einen Fail gehabt. Fast wäre ich aufgrund eines kleinen Lecks runtergefallen. Ja gut, das heißt für uns, es geht hoch ins Bilvesdorf. Das ist nun keine große Herausforderung. Wir wissen alle, wie wir da hinkommen. Wir reiten hoch ins Gloins Lager. Nee, wir können von hier aus direkt hochreiten. Wir haben eine Reiseroute da oben. Und von dort aus reiten wir ein Stückchen nach Norden und nehmen den Haupteingang. Ich hoffe, dass da nicht so viel los ist. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das Nebelgebirge Gloins Lager Chrimbrak. Das müsste es sein. Wir hatten recht, es ist Chrimbrak. Wir mounten ab und reiten direkt gen Norden zu einem von Gloins Lagern, wo sich der große Zwerg befindet, nämlich am Haupteingang des Bilvesgebirges. Was rede ich hier eigentlich? Natürlich des Nebelgebirges. Auch hier habe ich meine Arbeiten schon größtenteils gemacht. Bilvisse sind erledigt. Die Waage sind auch abgehakt. Und das BDT ist hier, wie gesagt, bis auf eine Kleinigkeit im Hardmod für die Raid-Instanz soweit erledigt. Ich hoffe, dass ich die irgendwann mal später nachziehen kann.
Es wird gerade für Master of Imlord Balchord gesucht. Fendur. Hätte ich zwar Lust drauf, aber ich befinde mich ja mit euch im LP. Und da ist das nicht so produktiv, wenn man nebenbei noch andere Quests macht. So, da sind wir. Wir hätten sogar noch ein, zwei Quests hier zu erledigen. Aber das mache ich irgendwann mal, wenn das Bilbisdorf grau für mich ist und ich einfach durchlaufen kann. Weil ich weiß nämlich nicht, wo ich den letzten Mob finde. Dementsprechend rein. Das Bilbisdorf im Nebelgebirge. Wo unsere 13 Zwerge mit Mühe und Not rausgekommen sind und unser lieber Freund Bilbo seine Knöpfe verloren hat. Ich pull mir jetzt erstmal ein paar Mobs zusammen. Wie ihr sehen könnt, die Jungs können hier die Klamotten fallen lassen. Wir haben schon den ersten Edelstein, den zweiten. Vielleicht auch gleich schon den dritten. Auch den dritten haben wir. Gleich noch den vierten. Den vierten, der ist auch erledigt. Den fünften haben wir. Komm, vom Schmerz befreien. Ich habe jetzt keine große Lust hier rumzuhumpeln. Ich hab's eilig. Wir haben den siebten. Und wenn alles gut geht, ist gleich auch der achte in unserem Besitz. Das heißt also, wir haben einen 5-Minuten-Ausflug ins Nebelgebirge gemacht, um ein paar Edelsteine aus dem Bilbisdorf zu holen. Gesagt, getan. Und es geht zurück nach Bruchtal. Also das war jetzt keine großartige Leistung. Wie viele Bilbis-Tapperten haben wir eingesammelt? 7. Nicht schlecht, die Ausbeute. 2 Relikte für die Elben. Eine Waagkralle. Das passt soweit. So. Und raus, denn hier drin ist es mir zu muffelig. Hier sind mir definitiv zu viele Bilbisse. Reite ich jetzt gerade richtig? Ja, da müssen wir hin. Ich habe mich ein bisschen vom Weg, ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber wir nähern uns jetzt wieder mit großem Schnellritten der Schnellreiseroute zurück ins warme, heimliche Bruchtal. Und ihr seht, mein EP-Bonus ist verbraucht. Wir haben jetzt ein gutes Drittel von unserem Level 51 erlangt. Und wenn ich damit alles richtig gerechnet habe, könnten wir 52, wenn nicht sogar 53 sein, bevor wir überhaupt mit dem Prolog zu Moria anfangen. Ihr wisst, wenn wir nach Moria nachher reingehen, das wird ein etwas längeres. Ich werde mit euch den ganzen Prolog durchspielen an einem Stück und das kann auch locker 2 Stunden dauern. Was wollt ihr? So, und ab nach Bruchtal. Bis auf eine Kleinigkeit, das Waffenleveln. Das epische Waffenleveln, sobald wir nachher die legendäre Waffe haben, das entfällt erstmal, weil das ist einfach nur Mobs hauen. Und dabei müsst ihr ja nicht dabei sein. Also werde ich wahrscheinlich das in 2 Teile aufspalten, weil ich immer noch kein ordentliches Schneideprogramm habe. Aber das Schneideprogramm steht für den April, spätestens für den Mai auf dem Plan. Ich habe mir da ein schönes Schneideprogramm rausgesucht. Weil das ein anderer YouTuber benutzt, den ich verfolge. Ein LKW-Fahrer, um genau zu sein. Und der hat mal sein Schneideprogramm verlinkt. Ich fand das nicht verkehrt. Und auch wenn ich nicht so der Freund von Online-Einkäufen wie Amazon und Co. bin, ich werde es mir wahrscheinlich bei Amazon bestellen. Die haben noch ein paar dieser Exemplare auf Lager. Aber jetzt geht's erstmal zurück. Kapitel 11. Ein Beutel voller Edelsteine für eine Schatulle voller Schlüssel. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich danke euch für diesen Dienst, Fergat. Das Bilbisdorf ist ein abscheulicher Ort und nicht einfach zu bereisen. Mein Freund wird überrascht sein und erfreut, die Steine zurückzuerlangen, die er verloren glaubte. Und es wird sicherlich viel für die Goldschmiedekunst aus ihm lernen. Entschuldigt bitte.
Wir suchen uns wieder das aus, was am meisten Money gibt. In diesem Fall die Bilvesdorf Edelsteine. Aber wir haben ja Geißelfragment. Und das ist derzeit doch eines der besten Sachen. Bringt die Schatulle mit reparierten Schlüsseln zu Kalinglad. Kapitel 11 von Buch 11. Ich glaube, wir nähern uns allmählich dem Ende. Ich hoffe es, dass nicht mehr allzu viel ist, denn wir sind inzwischen bei über 1 Stunde und 30 Minuten. Beziehungsweise laut meinem Timer haben wir gerade genau die 1,5 Stunden geknackt. Und ja, es macht mir derzeit gerade wieder richtig Spaß, hier mit euch das Let's Play durchzumachen. Ich hoffe echt, dass ich ein paar Kommentare von euch kriege bezüglich, ob ich weiter die Lesung machen soll. Ich werde noch ein, zwei Überraschungen für euch einbauen. Und ja, wir werden weitersehen, was da noch auf uns zukommen mag. So, da ist das falsche Pferd. Und jetzt geht's zurück nach Trommelwirbel, nach Echard Candelis. Und wieder sind wir oben angekommen und ich bin echt froh darüber, dass wir die Schnellreiserouten haben, weil sonst würden wir uns die ganze Zeit nur zwischen A und B am Hin und Her bewegen sein. So. Hier. Was kann ich für euch tun? Reparierte Schlüssel. Ihr seid zurück? War Merlius in der Lage, die Schlüssel zu reparieren, so wie ich es hoffte? Und es wird mit 10 Silbern belohnt. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Hervorragend, Fergard. Hoffentlich öffnet einer dieser Schlüssel die Tür für den Weg tief in die Ruinen von Desolat, sodass wir vielleicht den verborgenen Ring nach Juil finden können. Geht zu Mulmig, südöstlich von Echard Candelis, vor den Toren Desolats, und sagt ihm, was zu tun ist. Nun haben wir einen Vorteil gegenüber den suchenden Angmarien, Fergard. Dessen bin ich mir sicher. Eilt zu Muldir und möget ihr nach Juil zurückkehren. Neue Aufgabe, Buch 11, Kapitel 12, Gefangene der freien Völker. Okay, wir reiten runter und werden uns dann nach Desolate begeben. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ach, also ich bin jetzt hier gerade total hibbelig. Ich werde hier gerade richtig aufgeregt, denn wir nähern uns mit den nächsten Aufgaben doch dem Ende dieses Buches. Und ich hoffe, dass wir damit auch relativ zügig durch sein werden. Auf dass wir dann mit den nächsten Büchern voranschreiten, die dann wahrscheinlich ebenfalls 2 Stunden in Anspruch nehmen werden. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, jeden Abend nochmal hinsetzen und in aller Ruhe die Bücher durchnehmen. Moment, welche Seite ist er? Ist er vor oder ist er hinter? Oh, hoppla. Da. Ich bin zu komisch geritten. Verdammt. Okay. Wir hätten auch die andere Seite nehmen können, aber was sind 300 Meter? Ich musste ja nicht schwimmen. Und da sind wir am vor den Toren von Desolate. Und dann wollen wir mal beginnen. Dies ist eine Solo-Aufgabe, die nicht in einer Gefährtengruppe durchgeführt werden kann. Ihr seid mit dem Schlüssel zurückgekehrt und viele von ihnen sind repariert. Das Geheimnis von Desolate liegt nun in Reichweite und nach Juil auch. Seid ihr bereit, in Desolates zu suchen, Fergard? Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. Dann beginnen wir mit der Untersuchung unserer Pläne.
mit der Umsetzung unserer Pläne. Und dann wollen wir mal. Im Tagebuch von Sarah Eichenherz ist der Weg in die Ruinen von Delosat beschrieben, das früher zu besseren Zeiten Sitat hieß. Hierhin hat die Suche nach Narchuil geführt, aber zu welchem Zweck? Was haben diese verwitterten Steine gesehen? Auf meiner Seele liegt ein Schatten. Hört zu, Fergat. Viele der Angmarinen, die nach Talbruin kamen, suchen anderswo. Einige von ihnen sind jedoch zurückgekommen, um die Ruinen zu durchsuchen. Bezwingt die, die ihr finden könnt, und kommt zu mir zurück, bevor ihr euch drin auf die Suche macht. Ich will nicht, dass sie die Tür offen stehen sehen. Okay. Einige patrouillieren oben, einige hier unten. Ansturm! Und Hammerhound. Ups. Den habe ich fast aus dem Leben gekrittet. Das war jetzt ein wenig viel des Grunzen. Bleibst du wohl hier? Du komischer Suchender. Ich habe hier einen Hammer. Der ist nur für dich. Drei erledigt. Drei sind vor einem. Und die anderen drei patrouillieren im oberen Ring. Dieses ehemaligen Zitats. Zitat erinnert mich irgendwie so ein bisschen von, von Dune. Mit den Seeds. Und die Seeds sind ja die, Lebensräume. Also war vielleicht Desolate früher eine Stadt. Wenn man davon mal Sachen ableiten tut. Und er liegt auch. Feind. Und der dritte Heini ist hier vorne. Schön am Patrouillieren. Dem schießen wir mal in den Rücken. Dann haben wir nichts zu verlieren. Oh Mann. Desto später der Abend, desto schlimmer und schlechter sind meine Reime. So. Sprecht mit Muldir. Wäre ich Schurke, würde ich jetzt einfach runterspringen. Aber wir können hier drin ja reiten. Den Vorteil gönnen sie uns, aber er ist hier oben. Oder auch nicht, er ist unten. Sprecht mit Müldur. Mal gucken, ist er hier? Ja, er ist hier vorne. Das passt. Dann wollen wir mal. Auf meiner Seele liegt sehr gut, Fergat. Nun solltet ihr bei der Untersuchung der Ruinen nicht gestört werden. Noch ein Hinweis, bevor ihr die Tür zuwendet. Desolate ist ein Ort aus längst vergangener Zeit und die Erinnerung an etwas Bösen haftet noch immer an seinen Gemäuern. Ich befürchte, dass einst Schreckliches von hier ausging und möchte euch ans Herz legen, dort drin einen kühlen Kopf zu bewahren. Untersucht ungewöhnliche Gegenstände in Desolate. Okidoki, dann wollen wir mal nach oben. Und die Tür öffnen und in die Gemäuer vordringen.
Und wir entzünden die zweite Ruine, die zweite Urne. Ach, alte Ruinen haben immer so eine gewisse Angewohnheit, Ungeziefer anzulocken. Also wirklich. Und weiter geht's tiefer in die Ruinen hinein. Also bis jetzt ist die Geschichte wie immer sehr interessant. Eine junge Elbenmaid wird hier von ihrem Vater Lerdan mehr oder weniger gefangen gehalten. Und Sarah Eichenherz ist sozusagen ihre Aufpasserin. Und wer kommt hier? Mordrarit, Mura und Salvil. Moment, was will der denn hier? Ein Buch im Wasser, die dürfte definitiv nicht mehr lesbar sein. Sarah meinte es ja eigentlich nur gut. Ja, hier Ruhe. Da gibt's das Hämmerchen. Da gibt's einen Ansturm.
Da wird's geblockt. Und da ist das hin. Ah, es geht regulär weiter. Die Kammer können wir also auslassen. Und dann geht's jetzt in die letzte Kammer. So, dann wollen wir mal Kohlebecken. Und weiter geht's. Wir haben noch eine Kammer zu besteigen bzw. zu besuchen. Und ich bin immer ganz ehrlich, diese Geschichte um Nahuel und Amatil ist eigentlich sehr interessant. Also für mich hat das so ein bisschen Anschein von einer gespaltenen Persönlichkeit. So wissen wir nun, dass auch Sarah Eichenherz wohl damals gestorben ist. Was will denn Mordrambor jetzt hier? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass sie es gefunden haben. Leb wohl, Dummkopf. Wir werden uns nicht wiedersehen. Was sollte ich jetzt eigentlich machen? Ich müsste jetzt eigentlich rufen, Mordrambor, lass mich hier raus! Du elender Feigling, komm zurück! Aber unsere Rettung kommt in Form von unserem lieben Freund Modrir. Das Leid der Elder kennt keine Grenzen. Alles in Ordnung?
Der schwarze Numenor ist von Dizzlard aufgetaucht und ich musste mich so schnell wie möglich verstecken. Jeder andere Gegner hätte ich mich gestellt. Gegen jeden jedoch habe ich keine Chance, wenn mir andere meiner Sippe nicht zur Seite stehen. Er kannte zur Tür und ging hinein und ich folgte ihm heimlich, immer in der törichten Hoffnung, dass ich ihn, falls nötig, entgegenwerfen könnte. So, wir beenden die Instanz Gefangener der freien Völker. Lasst uns fortgehen von hier. Düstere Erinnerungen umhüllen die Gemäuer wie ein Leichentuch und beunruhigen mich. Die Waldläufer von Evendim trauern um diejenigen von ihnen, die getötet wurden, als Mordrambor von Tenodir geflohen ist. Inzwischen suchen die Angmarim in der Wildnis nach Narchuil, Amarthils Ring. Ich fürchte, Amarthil hat bereits entdeckt, wo Narchuil ist und damit den Untergang des Nordens besiegelt. So, nach dieser wunderschönen Zwischensequenz reiten wir wieder nach Kandalet hoch und beenden Buch 11, Kapitel 12, Gefangener der freien Völker. Und es ist natürlich wieder pünktlich zum Tageswende, dass wir uns mit unserer Aufnahme natürlich durch sind. Na gut, wir haben jetzt aber auch schon fast 2 Stunden Nonstop-Videomaterial. Das wird auch definitiv wieder eine Herausforderung, das zu rendern. Das heißt, ich werde es über Nacht einmal durchrendern, morgen früh hochladen und wenn ich von der Arbeit komme, werde ich es pünktlich für euch um 18 Uhr zur Verfügung stellen. Ich weiß noch nicht, welchen der ganzen Screenshots ich verwenden werde, den ich heute gemacht habe, denn da sind ja einige Screenshots für durchgelaufen. Ich bin da echt gespannt. Vor allem, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir fleißig unten drunter, ob ich die Texte weiterhin für euch vorlesen soll, weil ich bin der Meinung, meine persönliche Meinung, das bringt noch so ein bisschen Stimmung mit ins Spiel, auch wenn es die LPs noch jeweils ein Stückchen in die Länge zieht. Also ich bin mir gut und gern sicher, dass ich aufgrund der Vorleserei jetzt hätte gut 10 Minuten sparen können. Aber es macht mir halt derzeit Spaß. Außerdem verbessert es meine Vorlesekenntnisse, was natürlich auch ein sehr schöner Vorteil ist. Und wenn wir heute Kapitel 11 beenden, ist es natürlich sehr vorteilhaft für uns. Dann haben wir nämlich nur noch 4 Kapitel vor uns. Nee, Quatsch. 3. Müssten 3 sein. 12, 13, 14, 15. Nee, doch 4. Habe ich mich doch nicht verzählt. Gut, da hinten ist er. Wir können es beenden. Und dann werde ich mich auch mal dem Verkauf widmen. So, da ist er. Kandalit. Was benötigt ihr? Ich muss jetzt mal ein Plätzchen freikauen. Dafür schmeiße ich weg. Was schmeiße ich dafür weg? Hier. Eine edle Tierhaut. Weg damit. Wir suchen das aus, was uns am meisten Silber bringt. Und das ist mit 12 Silber natürlich die Axt. Was ist geschehen, Fergard? Wieso ist euer Gesicht von Sorge gezeichnet? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Gibt Elrond das verschimmelte Tagebuch. Ihr sagt, dass Amarthils Truppen Narchuil geborgen haben? Das sind schreckliche Neuigkeiten, Fergard. Sie untergraben alles, was wir zu bewerkstelligen suchten. Herr Elrond muss erfahren. Sucht ihn in der Bibliothek von Imladris und bringt ihm diese düstere Kunde, ebenso wie dieses Tagebuch von Sarah Eichenherz. Wenn irgendjemand weiß, was zu tun ist, dann ist es er. Gesagt, getan, wir gehen noch einmal zur Bibliothek von Imladris. Das heißt, wir reiten einmal wieder zu den Ställen, einmal zur Bibliothek und dann sind wir mit Kapitel 13 durch. So, was benötigt ihr? Ab nach Bruchtal.
einmal wieder schnell aufmounten und weiter geht's. Ab zur Bibliothek. Habe ich denn die Indigo-Pflanze aufgesammelt? Die muss es als Glut gegeben haben. Gut, die hakenförmige Kralle fliegt raus, auch wenn sie 6 Silber wert ist. Aber ich brauche halt den Platz, denn wir werden gleich in aller Ruhe nach dem LP verkaufen, Inventar ausfüllen und dann geht's weiter. Da vorne das letzte heimliche Haus, das Haus von dem Halbelben Elrond. Hereinspaziert, hereinspaziert. So, da sind wir. Ab nach oben. Einmal mit Speed hoch. Hui. Und weiter geht's. In die Bibliothek und zu Herrn Elrond. Kapitel 11, beziehungsweise Buch 11, Kapitel 13, Lerdans Versagen. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Eure Geschichte erfüllt mich mit Trauer, Fergat. Nambalets Untergang ist eine traurige Geschichte, die nur wenige kennen und dann, dann auch nur bruchstückhaft. Vor ihrer Gefangenschaft bei Lerdan, nach der Schlacht von Fornost, wusste ich nicht. Es betrübt mich, dass Lerdan glaubte, ich würde nicht dulden, dass Namelis am Leben bleibt. Die Elder erschlagen keine Gefangenen. Sie wären also sicher gewesen, in meinem Haus, als auch Amathil. Wir werden als Belohnung Eldrons Geschenk nehmen, eine schöne Halskette, 6 Silber, sozusagen 1:1 eingetauscht, das passt soweit. Und somit beenden wir Buch 11, Kapitel 13. Wenn euch das Kapitel gefallen hat, beziehungsweise das Buch, lasst mir doch einen Daumen, Kommentar, Abonnement da. Über einen Kommentar würde ich mich definitiv freuen. Bleibt mir treu, schaltet auch morgen wieder ein und empfehlt mich weiter. Bis denn, tschüss.